Und herzlich willkommen zu Nachhilfe für dich. Jetzt will ich euch etwas über den vierten Akt von Romeo und Julia erzählen. Und für alle, die es interessiert, habe ich dazu auch noch einen Blog eingerichtet unter wereadromeoandjuliet.blogspot.com. Findet ihr alle Akte mit allen Szenen zusammengefasst, alle Charakteristiken, alle Schauplätze, alles, die sprachliche Analyse, alles zusammengefasst. Schaut mal rein. Im vierten Akt gibt es insgesamt fünf Szenen. Ich stelle sie mal kurz chronologisch dar. In der ersten Szene geht pa Prinz Paris zu seinem Bruder, zu Bruder Lorenzo und will mit ihm die bevorstehende Hochzeit besprechen. Lorenzo ist ja als einziger in die Pläne eingeweiht, Julia hat und weiß auch als einziger Außenstehender von der Hochzeit der beiden, weil er die beiden ja getraut hat. Er reagiert entsprechend entsetzt. Er glaubt, dass es für Julia tröstend sein wird, dass er Paris heiratet. Also Paris glaubt ja, dass sie um Tybalt trauert. Und Julia widerspricht ihm heftig, also so wie sich das eigentlich nicht für eine Frau in der damaligen Zeit ziemt. Lorenzo bittet jetzt Julia zu Romeos Konkurrenten Paris zu gehen. Und schmiedet dann mit Julia einen Plan. Und zwar soll sie in der Nacht vor der Eheschließung Gift nehmen, damit sie wie tot erscheint. Und dann soll sie in die Familiengruft geführt werden. Und da wird sie nach einer gewissen Zeit erwachen und wird dann von Romeo erweckt werden. In der zweiten Szene sieht man, wie Julia zu ihrer Familie zurückkehrt. Hier laufen dann schon die Hochzeitsvorbereitungen. Sie tut jetzt so, als hätte sie das eingesehen, weil sie ganz beglückt ist, dass sie jetzt einen Ausweg aus dieser unliebsamen Hochzeit gefunden hat und geht dann hoch in die Kammer, um sich schön zu machen, wie sich das für eine Frau gehört. In der dritten Szene geht Julia ins Bett und die Wächterin schaut mit der Gräfin nochmal nach ihr. Sie fragt, ob alles in Ordnung ist, ob sie noch was braucht. Julia meint, nö, alles Chico. Und sie will sich auf den morgigen Tag vorbereiten. Die Mutter akzeptiert das und geht dann mit der Wächterin ins Bett. Dann hält Julia einen Monolog darüber, was jetzt kommen wird. Sie hat Sorge, dass sie zu früh aus dem Schlaf erwacht, der den Tod vortäuscht, und macht sich halt echt viele Gedanken. In der vierten Szene sieht man die Familie Capulet, wie sie die umfangreichen Hochzeitsvorbereitungen ausführt. Das ist jetzt alles kurz bevor. Der Prinz, der steht schon auf der Matte. Und man merkt darin auch, wie wichtig die Szene, wie wichtig in dieser Szene auch, wie wichtig die Hochzeit ist. In der fünften Szene wird Julia scheintot aufgefunden. Die Eltern von Julia, also die Capulet, sind voller Trauer und das merkt man auch sprachlich, also viele Interjektionen, viele elliptischen Sätze, also verkürzte Sätze. Und sie sind fassungslos. Paris kommt dazu und ist ebenfalls traurig. Dann wird Lorenzo gerufen. Er ermahnt die Familie zur Fassung und leitet das gängige Beerdigungsritual ein. Und dann ist der Hauptteil auch schon gut. Und dann streitet sich Peter, also der Diener der Dienerin, der streitet sich dann noch mit den Musikern, die ja eigentlich für die Hochzeit bestellt waren, die jetzt ja unmittelbar bevorstanden. Ja, genau, so ist das. Und, ja, das war jetzt sozusagen die Hochzeits, die Vorhochzeitsvorbereitung und die verkackte Hochzeit sozusagen. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen was über den Inhalt des vierten Aktes erfahren. Mehres findet ihr natürlich da auf dem Blog, auch eine sprachliche Interpretation und alles, was interessant ist. Dieses Video soll euch nur helfen, ein bisschen in Kürze die richtig interessanten Dinge einmal so in Kurzform mitzubekommen. Ja, ich wünsche euch viel Glück und viel Erfolg, falls ihr eine Klausur schreibt und lernt fleißig und lest das Buch auch. Es lohnt sich. Und es sind nur 24 kleine Dinger. Chaka, ihr schafft das. Danke, bis dann. Tschüss.